malerische Strände, traumhafte Küstenstreifen, Hotelresorts, Sonne pur und Entspannen in mediterranem Klima. So kennt man Mallorca, jene spanische Insel, die heute zu einem der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen zählt. Auch abseits der Partymeilen der Hauptstadt Palma hat die balearische Insel mit rund 900.000 Einwohnern einiges zu bieten. Mallorca ist ein Paradies, sowohl klimatisch als auch landschaftlich. Und das wussten vermutlich auch schon jene Siedler, die Mallorca für sich entdeckt haben, lange bevor der moderne Mensch hier sesshaft wurde. Vor rund 3000 Jahren ließen sich auf dem heutigen Mallorca Angehörige der sogenannten Talayó-Kultur nieder. Aber auch die Römer haben ihre Spuren hinterlassen. Wir wollen uns das Vermächtnis dieser beiden Kulturkreise einmal näher anschauen und somit das andere Mallorca kennenlernen. Eines, das sowohl archäologisch als auch kulturgeschichtlich einiges zu bieten hat. Hinterlassenschaften der Römer und der Talayó-Kultur finden sich auf der gesamten Insel verstreut. Unsere Entdeckungsreise aber führt uns in den Norden Mallorcas, wo einige besonders gut erhaltene antike Stätten zu finden sind. Von der Hauptstadt Palma aus fahren wir über die Ortschaft Inca bis nach Muro, das an der malerischen Bucht von Alcudia liegt. Hier angekommen erwarten uns zunächst Hotels, Promenaden mit Clubs und Restaurants und natürlich ausgedehnte, traumhafte Sandstrände mit kristallklarem Wasser und dem typischen touristischen Flair. Hier errichten wir das Basislager für unsere bevorstehende Entdeckungsreise. Unsere erste Station führt uns nach Arta, einem beschaulichen Städtchen im nordöstlichen Zipfel Mallorcas. Der Ort zählt rund 6000 Einwohner und ist weithin sichtbar durch seine zwei markanten Kirchen, die auf einem Hügel inmitten der Stadt erbaut wurden. Auf dem Gipfel liegt das sogenannte Santuari de San Salvador, eine von mittelalterlichen Festungsmauern umgebene Wallfahrtskirche. Ganz in der Nähe befindet sich eine der Hauptsiedlungen der Talayó-Kultur. Die archäologische Stätte Seis Países ist besonders gepflegt und verhältnismäßig gut erhalten. Der italienische Archäologe Giovanni Liliu führte hier zwischen 1959 und 1963 mehrere Ausgrabungen durch, nachdem die Anlage im Jahre 1946 vom spanischen Staat zum Kunstdenkmal erklärt wurde. Die großen prähistorischen Siedlungen auf Mallorca, wie auch die von Seis Países, werden auch Clapas de Gerans genannt. Auf Deutsch die Steingelände der Riesen. Dies kommt nicht von ungefähr. Viele der uralten Talayó-Bauten sind in Großsteinbauweise errichtet. Es handelt sich um sogenannte zyklopische Architektur. Die Talayó waren eine Megalithkultur. Die Bezeichnung Talayó ist übrigens vom katalanischen Wort Talaya abgeleitet, was so viel wie Beobachtungs- und Wachturm bedeutet. Die gesamte Epoche von etwa 1300 vor Christus bis rund 100 vor Christus wird auf den Balearen auch als Talayoticum bezeichnet. Viel ist nicht bekannt über die ursprünglichen Erbauer, aber man nimmt an, dass diese prähistorischen Siedler von damaligen Kulturen des westlichen Mittelmeers beeinflusst wurden. Man findet auch Anklänge an die weithin in Europa zu findende Dolmenarchitektur. Dolmen sind frühzeitliche Großsteingräber, antike Grabstätten, die aus mehreren Tonnen schweren, aufeinandergeschichteten Steinen bestehen und durch ihre Größe zuweilen eine monumentale Wirkung entfalten. Eine ähnliche Wirkung hat das massive steinerne Eingangstor von Seis Países mit seinen mehreren Tonnen schweren Steinen, die hier verbaut wurden. Im Zentrum der Siedlung steht das sogenannte Talayó, ein konischer Turm mit einem Durchmesser von etwa 12 Metern an der Basis. Umgeben ist der Turm von zahlreichen Mauerresten, welche die angrenzenden ursprünglichen Räume und Säle erahnen lassen. Teil dieses gesellschaftlichen Zentrums war auch ein großzügiger Säulensaal. Man geht davon aus, dass der Gesamtkomplex für politische, wirtschaftliche und rituelle Zwecke genutzt wurde.
Archäologen vermuten, dass nicht alles auf diesem Gelände zur selben Zeit erbaut wurde. Großsteingräber markierten den Anfang. Danach folgten die sogenannten Navetas, also Steinhäuser, die auch heute noch auf Mallorca, Menorca und Ibiza zu finden sind. Später folgten die umgrenzende megalithische Wehrmauer und das rituelle und politische Zentrum in Form des zentralen Turms. Diese antike Ruinenlandschaft inmitten eines Urwaldes von Aleppo-Kiefern erzeugt eine fast schon surreale Atmosphäre. Und man bekommt ein gutes Gespür für die ursprüngliche Bedeutung dieses Ortes. Zurück in Arta stehen wir am alten Bahnhof, den man nur noch wegen des alten Gleisbetts als solchen erkennen kann. Mittlerweile wurde er zum Tourismusbüro und Souvenirladen umgebaut. Die Zeiten ändern sich, auch hier auf Mallorca. Am nächsten Tag sind wir wieder in Muro, südlich von Alcudia. Von hier aus geht es zunächst nach Can Picafort und dann zu Fuß zur Nekropole von Son Real, der Totenstadt der Talayo. Sie liegt direkt an der Küste und die insgesamt 3 Kilometer hin und zurück bieten einen traumhaft schönen Überblick über die Bucht von Alcudia. Vor Ort entdeckt man eine sehenswerte Ansammlung von uralten Steingräbern, die hier auf einer kleinen Landzunge über Jahrtausende hinweg den Elementen getrotzt haben. Die Nekropole gehört zur mallorquinischen Gemeinde Santa Margalida und liegt an der sogenannten Punta de Fenicis, der Spitze der Phönizier. Die rund 800 Quadratmeter umfassende Grabstätte stammt aus dem 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus, wurde aber auch später noch als Bestattungsort genutzt. Hier findet man eine Vielzahl unterschiedlicher Steingräber, meist rechteckige, runde oder hufeisenförmige Bauten, in denen wichtige Persönlichkeiten und Krieger bestattet wurden. Dies schließen Archäologen aufgrund der Grabbeigaben und Skelette, die hier gefunden wurden. Die ründlichen Bauten, so wird angenommen, könnten eine Imitation der sogenannten Talayos, also der Wachtürme der talayotischen Kultur, darstellen. Die Art und Fertigung der megalithischen Steingräber erinnert mitunter an die Chulpas-Türme des Aymara-Volkes in Südamerika oder auch an altgriechische Bauten in Mykene. Ähnlich wie auch Ses Paises bietet die Nekropole von Son Real ein interessantes Kontrastprogramm zu den üblichen touristischen Attraktionen Mallorcas. Am Ende der talayotischen Periode und nach dem Fall Karthagos entstand ein Machtvakuum, das nach und nach vom Römischen Reich gefüllt wurde. Die ersten Römer ließen sich in der mallorquinischen Hauptstadt Palma nieder und errichteten später auch im Norden beachtliche Siedlungen. Eine davon ist Polencia, dem nächsten Ziel auf unserer Entdeckungsreise. Von Muro aus führt uns die Spurensuche nach Alcudia, dem Ort, nach dem die gleichnamige Bucht im Norden Mallorcas benannt ist. Die Stadt selbst beeindruckt bereits durch die imposante alte Stadtmauer, die allerdings nicht römischen Ursprungs ist. Sie geht zurück auf die Herrschaft König Jakobs II. Und wurde unter Peter IV. Im Jahre 1362 fertiggestellt. Das heutige Stadtzentrum lädt zum Flanieren ein und versprüht, trotz der Vielzahl moderner Läden und Boutiquen, einen einzigartigen altertümlichen Charme. Südlich der mittelalterlichen Kirche Iglesia de San Jaume befindet sich der Eingang zur ehemaligen römischen Siedlung Polencia. Zu römischen Zeiten war Polencia, was übersetzt die Mächtige bedeutet, weitaus bedeutender als das frühere Palma. Polencia war das Einfallstor für tausende römische Siedler, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf Mallorca niederließen. Im nördlichen Teil der heutigen Grabungsstätte befinden sich Überreste der ehemaligen Altstadt. Hier standen Wohnhäuser, das sogenannte Haus der beiden Schätze, ein Innenhof bzw. Atrium, sowie die gut erhaltenen Säulen eines Portikus. Über einen gut ausgebauten Weg gelangt man zum südöstlich gelegenen römischen Forum, dem eigentlichen Stadtzentrum des ehemaligen Polencia.
Man kann sich regelrecht vorstellen, wie es hier vor Jahrhunderten lebhaft zuging und Waren verschiedenster Herkunft verkauft, getauscht und generell gehandelt wurden. Hier finden auch heute noch Ausgrabungen statt und manch ein seltenes römisches Artefakt wartet sicherlich noch auf seine Entdeckung. Noch weiter südlich gelangt man zu dem, was eigentlich zu jeder römischen Siedlung dazugehört, dem Amphitheater. Beim Blick über die halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen und der ehemaligen Bühne wird die Vergangenheit mitunter wieder lebendig. Man ist geneigt, sich vorzustellen, wie hier einst Dramen, Komödien, Vorträge und andere Unterhaltungsformen begeisterten römischen Mitbürgern in Tunikas gekleidet dargeboten wurden. Es herrschte sicherlich Aufbruchstimmung im römischen Außenposten auf Mallorca. Und hier endet vorerst unsere Spurensuche und Begegnung mit vergangenen Kulturen, auch wenn es sicherlich noch viele andere antike Stätten auf Mallorca zu entdecken gibt. Auf unserer Reise haben wir tatsächlich ein anderes Mallorca gesehen. Eines, das die Stereotypen dieser traumhaft schönen balearischen Insel etwas in den Hintergrund treten lässt. Denn abseits des Partytourismus bietet Mallorca neben fantastischen Landschaften auch einiges an Kulturgeschichte und eine Vergangenheit, die zu spannenden und faszinierenden Entdeckungsreisen einlädt. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.